Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Autobahn Polizei Simulator 2 auf der Nintendo Switch. Dann steigen wir mal in unseren BMW scheinbar und sorgen für Recht und Ordnung auf den Straßen. Beziehungsweise auf der Autobahn. Mit R aktivierst du deinen Polizeisinn. Oh, wir haben einen Polizeisinn. Mobiler Blitzer kannst du im Straßenrahmen Blitzer aufstellen. Okay, über die Stech- oder Wache kannst du die Tageszeit ändern. Bist du in deiner Uniform zu auffällig unterwegs? Ui, da können wir uns umziehen. Sehr cool. Du kannst dir leckere Donuts in den Donut-Shops kaufen. Klischee Nummer 1. So, Charakter wählen. Vorlage 1, 2, 3. Ich würde mal sagen, wir können eine Polizistin spielen. Das ist auch cool. Können wir den irgendwie auch ändern? Sieht nicht so aus. Gut, egal. Für abgeschlossene Aufgaben hältst du Einflusspunkte für den Erwerb von Upgrades, okay? So, das sind wir. Sehr cool. Einführung spielen. Jawohl, das machen wir. Nutze L, um zu laufen, R, um dich umzusehen. Mit Z, R kannst du rennen. Drücke A, um mit anderen Personen oder Gegenständen zu agieren. Okay. So, das sind wir. Und hier können wir uns bewegen und... Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Becker. Das ist hier der Chef. Würden Sie vielleicht auch erstmal mit dem Fußvolk vorlieb nehmen? Nein, und ich weiß, dass er der Chef ist. Genau deshalb möchte ich auch zu ihm. Für wen halten Sie sich eigentlich? Oh Mann, energisch. Ich bin Ihr neuer Kollege, der einen Termin bei Ihrem Chef hat. Weiß er eigentlich, wie Sie sich hier aufführen? Okay. Nichts für ungut. Entschuldigung. Jemand hätte mir ja auch sagen können, dass Sie heute hier anfangen. Ich öffne Ihnen die Tür. Zum Chef geht es die Treppe rauf und dann links. Wow, sehr cool. Das ist mal... ein Anfang. Ups. Zur Treppe rauf. Dann sprechen wir mit Herrn Becker. Von Stromberg, oder? Der hieß Bernd Becker, oder? Hallo. Ach so, falsches Büro. Entschuldigung. Ah, Sie sind also Frau Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Ja, Sie haben recht. Es tut mir leid. Na gut, merken Sie sich für die Zukunft. Ich hasse Unpünktlichkeit und Schlampigkeit jeder Art. Das Folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Auf der Autobahn kann immer etwas passieren und Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Verstanden, Herr Becker. Und nun, willkommen in der Truppe. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Ihr Büro ist nebenan. Sie ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Ich hoffe, Sie werden das nicht in Anspruch nehmen müssen. Aber stellen Sie sich vorsichtshalber vor. Vielen Dank, Herr Becker. Wird gemacht. Wow, die sind freundlich. Ja, bei Frau Roth habe ich schon vorbeigeschaut. Die war freundlich, die hat zumindest noch gar nichts gesagt. Schauen wir mal, ob die ebenso entspannt ist wie alle anderen hier. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Revier. Naja. Hallo Frau Roth, haben Sie mich schon erwartet?
Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Ach so, dann haben Sie also mitbekommen, dass ich keinen besonders guten Start hingelegt habe. Ah, machen Sie sich keinen Kopf. Roland ist ebenso. Er ist zwar streng und manchmal laut, aber er meint es gut. Außerdem sind Sie noch recht glimpflich davongekommen. Da habe ich schon viel schlimmere erste Ansprachen gehört. Danke. Wofür? Sie sind die erste freundliche Person, die ich hier zu Gesicht habe. Keine Bange, davon gibt es hier noch mehr. Gehen Sie nun am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen Sie sich um. Dort müssten Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. Sie wollen Ihren ersten Tag ja nicht nur mit Smalltalk verbringen, oder? Natürlich nicht. Vielen Dank. So, okay. Nach unten wieder. Jetzt können wir zu unserer Uniform laufen. Uiui. So, ich denke hier rein. Uniform. Ja, perfekt. So, und zu Hans Haas. Das ist unser, oh, unser Kollege. Du bist also der Frischling. Ich bin Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch, mich auch. Wir haben im Auto genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. Der Einsatzwagen steht im Hof. Du fährst. In meinem Alter wird man auch gern mal durch die Gegend kutschiert. Okay, wir spielen natürlich gerne den Chauffeur. Wo? Willkommen bei der Polizei. Wo geht's hier raus? Ist der hier? Ups. Da gibt's bestimmt auch einen Hintereingang. Schauen wir gleich mal, wo der, ups, wo der lang geht. Ah, okay. So, rein in unseren, ja, in unserem Wagen. Um zu bremsen oder rückwärts zu fahren, drücken Sie ZL, beschleunigen ZR. Blaulicht ist gut. Sirene, also Blaulicht, Digi-Kreuz nach oben, Sirene zweimal Digi-Kreuz nach oben. Verursachst du Unfälle durch rücksichtsloses oder unkontrolliertes Fahren, erhöht sich der Chaosfaktor. Erreicht er 100%, wird dein aktueller Einsatz abgebrochen. Beim letzten Speicherpunkt neu gestartet. Erreiche Zielort. Der, wo ist, aha, unten links haben wir eine Minimap. Da können wir mal fahren. Da machen wir uns mal ein bisschen vertraut mit der Fahrphysik. Ja, die. Ja, okay. Oh, das ist der Chaosfaktor. Okay. Ich wollte gerade sagen, verzeiht relativ viel, aber wenn wir gleich. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Es ist ein blauer Kleinwagen und der Besitzer soll seine Rechnung an einer Tankstelle gedreht haben. Sind wir Wagen 6? Hier Wagen 6. Hat sich jemand das Nummernschild notiert? Ja, wir schicken es euch rüber. Alles klar, wir kümmern uns drum. Das Auto ist auf jeden Fall schweinelaut. Holla! Tu-tu-tu-tu-tu. Wir fahren aber jetzt noch nicht gleich mit Blaulicht. Oh, oh. Moment. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein Fahrzeug ist an einer potenziellen Gefahrenstelle liegen geblieben. Kann bitte jemand übernehmen und die Stelle sichern? So, wie steige ich aus? Hier Wagen 4. Gibt es keine mit B. Ich habe sicherheitshalber mal das Blaulicht angemacht. Können wir hier
Nö, die sind freundlich, die bleiben stehen, okay. So, sprich mit der Fahrerin. Hallo Fahrerin. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist das denn passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Das habe ich erst im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gefahren. Haben Sie schon einen Abschleppdienst gerufen? Ja, der Pannendienst ist unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja, mache ich. Vielen Dank. Entferne Nagelbrett. Ups. Na. 140 Meter. Laufen wir das? Ja, können wir laufen. Wir sind ja sportlich. Whoop. Die bremsen brav. Das ist gut. Die anderen fahren alle drüber. Da fährt jeder drüber. So. Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. Sehr gut, erste Mission ist geschafft. Neue Mission, willkommen bei der Polizei 2. Fahre zurück zur Wache. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder zum Auto zurücklaufen. Inzwischen war der Pannendienst schon da und hat das Auto entfernt. Nö. Das war knapp. Nein. Aus. Jetzt, okay. Wir brauchen jetzt erstmal kein Blaulicht. Wir haben ja auch keinen Zeitdruck. Wir fahren jetzt einfach gemütlich zurück. Rot über die Kreuzung, über die Ampel, das ist ganz gut. So. Hat keiner gesehen. Wir fahren mal so in der Cockpit-Perspektive, das ist ja eigentlich auch schön. So, gleich wieder abfahren hier. Vorbei bei der Tankstelle. Hätten wir tanken sollen? Nö. Das Auto ist laut. Wow. So, ich glaube, hier müssen wir wieder abfahren. Ausfahrt. Sehr gut. Ja, schön langsam bekomme ich ein bisschen Gefühl für den Wagen. So, müssen wir jetzt hier... An alle Fahrzeuge, wir haben einen... Oh. Du hast eben deine erste Schnellreisestation freigeschaltet. Diese sind überall in der Welt verteilt. Jeden dieser Orte kannst du über die Karte im Pausenmenü jederzeit sofort erreichen, okay? Pausenmenü.
Karte. Aha, hier ist eine Schnellreise. Hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Schauen wir mal. Eigentlich müsste ich jetzt am Parkplatz sein. Habe verstanden, Wagen 2. Schicke euch die Koordinaten auf euer Navigationssystem. So. Vielleicht sollten wir einen Parkplatz benutzen. So. So, auf zu meinem Arbeitsplatz. Ich dachte, mein Arbeitsplatz wäre im Einsatzwagen. Schauen wir mal, ob wir wieder so zurückgeschoben werden. Ja. So, jetzt. Jetzt aber schnell zum Arbeitsplatz. Wow. Die Kamera ist ab und an ein bisschen störrisch. So, hier ist mein Arbeitsplatz. Ist ja auch nett. Ja, schön. Hier kannst du Tech Tree. Hier kannst du deine verdienten Einflusspunkte ausgeben. Jeder dieser Erweiterungen bringt dir unterschiedliche Vorteile, die sich auf deine Fahrzeuge, die Polizeiwache oder persönliche Eigenschaften auswirken. Aktiviere nun das Verkehrssystem. Damit kann das vor dir fahrende Fahrzeug gemessen werden. Puh. So. Einsatzfahrzeug Leistungsupgrade 1 kostet 5000. Zivilfahrzeug kostet 3000. Bodenhaftung, Verkehrssystem kostet 250. Okay. Das nehmen wir. Jetzt hätten wir noch 250. Das haben wir schon, oder? Polizeiintuition. Durch Aktivieren dieser Fähigkeit werden wichtige Gegenstände und Fahrzeug farblich hervorgehoben. Ja, das können wir schon. Okay. So. Wechsle zur Nachtschicht. Hier kannst du die Tageszeit der Welt ändern, indem du zur jeweiligen Schicht springst. Da die Wache nicht zu jeder Tageszeit voll besetzt ist, kann das durchaus sinnvoll sein. Starte nun eine Nachtschicht. So. Steige in den Einsatzwagen. Wir sind schon unterwegs. Das ist finster. Haben wir automatisch das Licht an? Sieht nicht so aus. Schauen wir vielleicht ganz kurz zur Steuerung. Oh. Zur Steuerung. Fahrzeug. Lenken, Blaulicht, Sirene, Blinken, Licht ist unten. Aha, Blaulicht, Sirene oder aus. Okay. Oh, und wir haben einen Blinker. Wir haben wirklich einen Blinker. Ich dachte, nach unten ist Licht. Das ist... Ja, das ist auch Licht, aber das ist buntes Licht. Das will ich jetzt in dem Fall hier nicht. Licht wäre nach unten, ja. Okay, dann nicht, dann, ja. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein LKW soll seine Ladung verloren haben. Wir wissen noch nicht, worum es sich genau handelt. Wagen 8, könnt ihr das übernehmen? So. Raus auf die Autobahn. Auf die wilde Straße. 5%. 10%. Zum Glück geht das relativ schnell wieder runter. So, was ist hier?
Drücke L, um das Fahrzeugaktionsmenü zu öffnen. Hier kannst du während der Fahrt die Polizeimatrix sowie die Geschwindigkeits- und Abstandsmessung aktivieren. Mit der Polizeimatrix kannst du den Verkehr beeinflussen. Oh. Mit Bitte anhalten. Zum Beispiel wird das vor dir fahrende Fahrzeug angehalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Außerdem kannst du eine Spur oder gleich die ganze Autobahn sperren. Uiuiui. Um die Geschwindigkeit und den Abstand zu messen, den das vor dir fahrende Fahrzeug einhält, musst du es über einen gewissen Zeitraum im angezeigten Bereich halten. Links siehst du, wie viel Prozent der Messung abgeschlossen ist. Für eine verwertbare Messung müssen 100% erreicht werden. So, hier und Verkehrsmessung. Ups. So, dann fahren wir mal hier zu diesem LKW. Und schauen wir mal. Das vor mir fahrende Fahrzeug. Dieses, oder? Muss ich den überholen? Nö. Was für eine flüssige Ladung ist das denn eigentlich? Vollmilch. Aha. Haben wir noch Zeit, so, stopp. Wo ist er? Hier ist er. Komm. Oder nehmen wir den hier. Ich glaube, ich muss nämlich hier direkt hinter ihm sein. Oder relativ nah hinter ihm sein. Sieht auf jeden Fall schnell aus hier. So. Ja, 20%. 40%, 50%. Wow. 90. 100. Sehr schön. Führe eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Machen wir das mit dem LKW? Ist der noch hier? Da kommt er. Den LKW will ich anhalten. So. Das heißt, wir schauen mal, dass der in der Nähe ist. Signale, Matrixanzeige. Bitte anhalten. Folge dem Fahrzeug, bis es stoppt. Ah, wow. Okay. So. Aufgabe einer Verkehrskontrolle. Papier-, Alkohol- und Drogenkontrolle. Innenraum- und Kofferraumkontrolle. Dialog mit dem Fahrer. Anzeichen lassen darauf schließen, welche Aktionen durchgeführt werden sollten. Handelst du willkürlich, wird sich das negativ im Abschlussbericht zeigen. Okay, Papier-, Alkohol- und Drogenkontrolle. Innenraum, Kofferraum. So. Hallo. Erstmal Papier... Führer und Fahrzeugschein. Hier bitte Führer und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Durch die Papierkontrolle ermittelst du, ob Fahrer, Fahrzeugpapiere und das Fahrzeug übereinstimmen. Du solltest nur überprüfen, was nicht zusammenpasst. Dazu selektierst du die beiden Elemente, die du prüfen möchtest. Eine weiße Linie zeigt dir, dass alles korrekt ist. Eine rote dagegen offenbart eine Diskrepanz. So wie, Moment. So, das ist ihr Führerschein. Nummernschild, Name, Schulz, Eva. Muss ich hier? Genau. TÜV, Ablaufdatum, Nummernschild, Fahrzeugklasse. Fahrzeugklasse. So, das passt, glaube ich. Was haben wir hier?
Ah, Fahrer mit dem Passbild. Diese beiden Sachen kann ich nicht. Ach so, kann ich doch. Datum mit dem TÜV abgelaufen. Da haben wir es. Und und das Nummernschild. Das passt. Also TÜV ist abgelaufen. Machen wir mal ein Drogen und Alkohol. Haben Sie etwas getrunken? Das würde ich nie machen. Sollen wir einen... Machen wir. Damit korrekt gemessen werden kann, muss der Fahrer gleichmäßig in das Alkoholtestgerät pusten. Drücke dazu wiederholt A, um den Balken im grünen Bereich zu halten. Gelangt der Balken in den roten Bereich, muss die Messung wiederholt werden. Nope. Ah ja, Fehlschlag. Okay. Gut, machen wir. Okay. So funktioniert das. Gut. Nicht betrunken. Hast du... Wenigstens. Haben Sie Drogen genommen. Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Machen wir auch einen Drogenschnelltest, natürlich. Bewege den Stift mittels L von links nach rechts, beobachte den Fahrer dabei genau. Sind die Augen gerötet? Kann der Kopf nicht stillgehalten werden? Wähle danach die passende Antwort und entscheide, ob ein Drogenschnelltest gemacht werden muss. Geröteter, nö. Schlafmangel, nicht. Ja, so würde ich das sagen. Schauen wir uns die LKW-Papiere noch an. Fahr- und Ruhezeiten. Fahr- und Ruhezeiten-Nachweis sehen? Hier, bitte. Alles in Ordnung. Sehr gut. Zeigen Sie mir bitte Ihre Frachtpapiere. Hier sind meine Papiere. Elektronik. Elektronik, okay. Sonst? Nö. Ob. Wir haben alles. Ah! Okay, wir haben fälschlicherweise einen Drogentest veranlasst, fälschlicherweise einen Alkoholtest veranlasst und es wurde fälschlicherweise nichts unternommen. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Einführung beendet. Du kannst jetzt entweder die Welt erkunden und im freien Spiel Aufträge annehmen oder den Story-Modus beginnen. Fahr dafür zurück zur Wache und sprich mit deinem Chef Roland Becker, der einen wichtigen Auftrag für dich hat. Okay. Ich würde jetzt gerne noch eine korrekte Fahrzeugkontrolle durchführen. Das wäre eigentlich schön. Wie können wir jetzt... Ach so, wir könnten ja hierhin schnell reisen eigentlich. Kann ich... Nö, will ich jetzt im Moment nicht. Schauen wir kurz noch da nach vorn. Keine Autos hier. Da ist einer. Stopp. Ah, Schnellreisestation. Sehr cool. So. Nö, keine Verkehrsmessung. Bitte anhalten. Komm, stopp. Jetzt stoppt er. Oh, oder nicht? Doch, jetzt. Wir blinken auch nach rechts.
weil wir ja so brav sind. Einsatzfahrzeuge. Ein Fahrzeug ist an einer potenziellen Gefahrenstelle. So. Kann bitte jemand übernehmen und die Schauen wir jetzt mal. Wir müssen auf jeden Fall keine Frachtpapiere jetzt kontrollieren und so weiter jetzt. Oh. Hallo. Hallo. So. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Ja, schauen wir direkt mal an. Ein... Die Fahrzeugklasse. Der Fahrer. Passt auch. Der Name. Passt. Dann haben wir noch das Nummernschild. Was haben wir hier? Das Modell, das Fahrzeugmodell, eine Firefly-Limo und das TÜV-Ablaufdatum. Ach so, hier. Ah, okay. Mit dem heutigen Datum vergleichen, natürlich. Okay. Drogen und Alkohol sieht nicht so aus. So. Erste-Hilfe-Kasten ab... Oh. Okay. Wow, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber cool, da muss man wirklich auf vieles aufpassen. So, wir schauen mal, welchen Spezialauftrag Herr Becker für uns hat. Oh, können wir da rein? Oder fahren wir trotzdem erstmal einfach hier rein. Oh, der Blinker ist immer noch. Oh, Entschuldigung. Unser Kollege sagt auch nichts mehr. So, wir müssen rauf. Herr Becker. Der freundliche Herr von nebenan. Hallo Chef, Sie wollten mich sprechen? Ja, ich möchte Ihnen einen speziellen Auftrag geben. Wir haben hier seit einigen Wochen Probleme mit einem Steinewerfer. Der scheint es lustig zu finden, Steine von Brücken auf die Autobahn fallen zu lassen. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass das gefährlich enden kann. Suchen Sie am letzten Tatort nach Hinweisen. Ich will diesen Täter zu fassen kriegen. Möglicherweise finden Sie etwas Interessantes auf der Brücke. Der Fall hat höchste Priorität, also wenn Sie auf etwas Verwertbares stoßen, halten Sie mich auf dem Laufenden. Danke. Ablehnen. Unglück von oben. Okay. Das klingt nach einem coolen Auftrag. Wir sollen jetzt mal den Zielort erreichen. Unser Partner wartet die ganze Zeit neben dem Auto. Eine treue Seele. So, und los geht's. Wir müssen erstmal auf die Autobahn. Mit 90 Sachen hier. Wir haben einen interessanten Ort entdeckt. Wir hätten vielleicht auch warten können, bis es wieder hell wird, aber hat oberste Priorität, hat er gesagt, also so schnell wie möglich mit 175 Sachen. 150, 170, 180, 190, jawohl. Rechts überholt mit über 200 km/h.
10 Kilometer ist da aber dann trotzdem auch relativ lang. Also relativ weit. Aber 220 km/h. Also ich bin bis jetzt ziemlich überrascht, positiv überrascht, dass das so detailliert ist. Die Framerate könnte etwas besser sein, aber ansonsten gefällt mir das Spiel richtig gut. Es ist... ja, ich bin schon gespannt. Die Verkehrskontrollen haben schon durchaus Spaß gemacht. Und jetzt haben wir aber einen ganz anderen Auftrag. Einen Steinewerfer finden. Und wir entdecken interessante Orte. Ich glaube, es dauert auch deswegen so lange, weil wir natürlich nicht in Luftlinie 7 Kilometer nicht direkt drauf zufahren, sondern bedingt durch die Straße müssen wir das ein bisschen umfahren. Ich hoffe, ich muss hier nicht bremsen. Ich fahre hier wirklich mit Vollgas. Aber die ganzen Autos hier, die sind richtig brav beim Fahren. Oh, uiuiui, das war knapp. 4,7 Kilometer noch. Der blinkt. Eben auf der Minimap sehen wir, ich glaube, ich muss ich hier muss ich... Muss ich abfahren? So. Langsam. Mit 130 Sachen hier. Rums. Ja, also wenn wir hier... Ich glaube, wir können eigentlich, zumindest jetzt zu Beginn, den Auftrag nur dann nicht schaffen, wenn wir wirklich... überhaupt nicht aufpassen und halt konstant irgendwo gegenfahren, weil ansonsten diese Prozentanzeige relativ schnell wieder auf null. Dass wir hier auf 100% kommen, da müssen wir schon ziemlich rücksichtslos fahren. So, wir sollten vielleicht nicht allzu auffällig sein. Oh, eine Schnellreisestation wieder gefunden. Sehr, sehr fein. Schade, dass ich die Funksprüche nicht so gut höre. So, nur noch 1,5 Kilometer. Soll ich bremsen? Hier ist die Brücke auf jeden Fall. Okay, wir müssen ohnehin hier gleich abfahren. Die Abfahrt nehmen von der Autobahn. Okay, wo ist die nächste? Da müssen wir ein gutes Stück weiterfahren. Oh. Habe ich hier die Abfahrt verpasst vorhin? Nö, ich glaube nicht.
Das ist jetzt wirklich schon ein relativ weiter Weg wieder zurück. Ich glaube, ich habe hier ein Schild mit Tempobeschränkung 100 km/h gesehen. Wir sollten vielleicht ein bisschen vom Gas runter. Boah, jetzt fahre ich schon 3 Kilometer in die falsche Richtung. Hier ist dann die nächste Ausfahrt in 500 Meter. Die sollten wir nehmen. Genau. Die sollten wir nehmen. Gut, und dann kommen wir auch zum Zielort. Das Einzige, wo ich, das ist hier, wo ich Schaden bekomme. Bei diesen engen Auf- und Abfahrten. Auf der Autobahn kaum. Ist es so einfacher zu fahren vielleicht? So. Wir müssen dringend die Auffahrten vor Ihnen blockieren. Hier auf jeden Fall. Zivilen Fahrzeuge auffahren. Da bin ich richtig. Wir sind gerade da und übernehmen einige Auffahrten. Wagen 6 hier, wir sind auch unterwegs. Oh. Wagen 10 und Wagen. Der ist ziemlich empfindlich hier. Gib Gas. Die Lenkung. Ist kritisch. Verstanden. Ach. Der fährt brav. Jetzt werden wir gleich mal ein Überholmanöver starten. Wir müssen schließlich noch 3,5 Kilometer fahren. Und das geht am besten mit über 200 Sachen. Von der Uhrzeit her ist es 2.16 Uhr morgens. Am Montag. Montagmorgen. Die Woche fängt schon gut an. Wir müssen schon einen Steinewerfer finden. Das an unserem ersten Arbeitstag. So, eine Kurve hier und dann sollten wir ziemlich direkt drauf zufahren. So, und hier müssen wir dann wieder abfahren, glaube ich. Hier. So, langsam. So. Wir haben den Zielort erreicht. Jetzt müssen wir Hinweise finden. Hinweise darauf, unbrauchbarer Müll. Hinweise darauf, dass hier Steine geworfen werden. Unbrauchbarer Müll. Ha! Was haben wir denn da? Hier hat jemand einige Zeit rauchend verbracht. Moment mal, das ist eine sehr seltene Marke. Die habe ich früher auch geraucht. Die gibt's hier in der Nähe nur an einem Ort. Und welcher wäre das? Es gibt da eine Tankstelle gar nicht weit von hier. Vermutlich ist die Packung von dort. Die Spur mag nicht mehr ganz frisch sein, aber wir sollten ihr dennoch nachgehen. Ah, sonst haben wir hier, ich glaube, das war's hier schon. Wir müssen jetzt zum Tankwart. So, einsteigen, komm. So,
rauf auf die Autobahn. Und auf zum Tankwart. 3 Kilometer, das ist zum Glück nicht weit. Autsch. Ich bin mir noch nicht sicher, welche der Kameraperspektiven mir besser gefällt. Ich finde beide ganz cool. Ich glaube, mehr Gefühl habe ich hier mit der Außenansicht. Obwohl die Cockpit-Perspektive auch was hat. So. Die Tankstelle. So, 500 Meter, da können wir locker noch überholen. Da ist die Tankstelle. Da sind wir doch vorhin schon vorbeigefahren, oder? Oder ich weiß nicht, ob das die gleiche war. So. Arbeiten hier an der Tankstelle, oder? Dürfte ich Sie etwas fragen? Hallo, ich bin der Pächter. Ich und meine beiden Söhne betreiben die Tankstelle seit mehr als 10 Jahren. Aber fragen Sie mich ruhig. Ist es richtig, dass Sie diese seltene Zigarettenmarke vertreiben? Ja, das stimmt. Die war früher mal etwas gefragter. Aber heutzutage geht die nur noch selten über die Theke. Wie oft haben Sie diese Marke denn letzte Woche verkauft? Genau einmal. So ein Typ hat gleich eine ganze Stange davon gekauft. Sagen Sie, Ihre Tankstelle ist doch videoüberwacht, oder? Könnten Sie uns ein Bild des Käufers machen? Na klar, dafür haben wir das System ja. Geben Sie mir ein paar Minuten und ich mache Ihnen einen Abzug. Ha! Gleich haben wir ihn. So, hier haben Sie das Bild. Frisch aus dem Fotodrucker. Danke. Das hilft uns wirklich weiter. Schade, dass man sein Gesicht nur halb sieht. Aber besser als nichts. Ich habe hier gar nichts gesehen. Okay. So, wir müssen jetzt Herrn Becker wieder informieren. Dazu nutzen wir gleich mal wieder die Schnellreise. Der wird bestimmt jetzt ordentlich zufrieden sein. Ich will jetzt noch schauen, was hier ist, wenn ich hier raufgehe. Und hier rüber. Dann müsste ich doch auch dorthin kommen. Ha! Hier geht's rein. Herr Becker, Herr Becker! Was haben Sie herausgefunden? Wir sind einer Spur nachgegangen und kamen so zumindest an ein Foto des Tatverdächtigen. Gute Arbeit. Das ist ein erster Anfang. Sobald wir weitere Hinweise bekommen, nehmen wir den Fall wieder auf. Mir liegt die Klärung der Sache sehr am Herzen. Also bleiben Sie wachsam. Wir müssen dem Täter das Handwerk legen. 1000 Punkte. So mag ich das. Jetzt könnten wir doch eventuell schon wieder etwas verbessern hier. Eine Kaffeemaschine? Verbessert das Büroklima. Das wäre ganz wichtig. Okay, alles andere ist noch zu teuer für uns. Hier vielleicht die schusssichere Weste erlaubt einen Fehlversuch in Quicktime-Events. Oder wir nehmen jetzt mal die Kaffeemaschine. Weitere Arbeitsplätze, Archiv, Asservatenkammer. Ach, Leistungsupgrade. Mann, eigentlich will ich hier alles haben. Aber wir nehmen mal die Kaffeemaschine.
die anderen Sachen dann 2000. Aber jetzt ist das Klima sicher viel besser. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.